Hallo und herzlich willkommen bei die Autotester und damit zu einer neuen Verbrauchsfahrt. Diesmal mit der neuen VW Allzweckwaffe beim Thema E-Mobilität, nämlich dem VW ID.3. Ich habe lange aufs Auto gewartet und habe ihn hier in der sogenannten First Edition mit dem mittelgroßen Batteriepack und dem stärkeren Antriebsstrang. Und ich bin sehr gespannt, wie der sich bei unserer 100 Kilometer langen Testfahrt verhält. Wir fahren wie immer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Und ich möchte wissen, was braucht der wirklich? Wie lässt er sich nachladen? Und wie sieht die echte Reichweite aus? Und während unserer Fahrt schauen wir natürlich auch auf Dinge wie zum Beispiel das Thema Platz, das Thema Komfort, Kofferraumvolumen, Assistenz- und Sicherheitssysteme, Infotainment und vieles, vieles mehr. Los geht's mit unserer Fahrt im ID.3. Und kurz was zum Antrieb. Es gibt unterschiedliche Antriebsvarianten für den ID.3. Unserer ist quasi, naja, die Mitte. Denn wir haben zum einen die mittlere Batterie, das heißt, wir reden über 58 Kilowattstunden netto. Und die sollen hier bei unserem Auto für über 400 Kilometer Reichweite sorgen. Was wir allerdings beim Start direkt schon mal sehen können, ist, es werden knapp 260 Kilometer angezeigt. Und dann haben wir aber die leistungsstärkere Variante als Antrieb. Und das heißt, wir reden hier über einen Motor mit 150 kW bzw. 204 PS und 310 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Und bei diesem Fahrzeug ist es so, dass diese Kraft übertragen wird über ein einstufiges Automatikgetriebe, und zwar auf die Hinterachse. Das ist bei dem ID.3 etwas anders als bei manch anderem Elektrofahrzeug mit nur einem Motor. Es gibt aktuell übrigens keine Allradvariante fürs Fahrzeug, also es gibt hier wirklich nur die hinterradgetriebene Version. Das Fahrzeug soll maximal verbrauchen 15,4 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer und damit eben diese Reichweite von über 420 Kilometern realisieren. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie wir heute zurechtkommen. Wir fahren wie immer ganz normal unsere 100 Kilometer. Wir fahren jetzt im Moment durch die Stadt, dann fahren wir wieder über Land, dann geht es noch einmal auf die Autobahn, dann wieder in die Stadt und dann wieder hierher zurück. Also ein schöner Mix im Grunde genommen. Wir fahren wie immer nach Vorschrift, das heißt, wir fahren 50, wo wir 50 fahren dürfen, 30, wo wir 30 fahren dürfen und 130 auf der Autobahn, wobei wir da natürlich mal kurz vorher durchbeschleunigen werden, um zu schauen, was das Auto da macht und wie es mit der Lärmentwicklung bei höheren Geschwindigkeiten aussieht. Jetzt geht es auf jeden Fall los und wie immer, für alle, die das Format noch nicht so kennen, ich habe meine Klimaanlage aktuell auf 22 Grad eingestellt. Das machen wir immer so, damit wir immer die konstante und gleiche Temperatur haben. Ich habe die Sitzheizung hier im Fahrzeug ausgemacht und ebenfalls wichtig ist, ich hatte den Wagen heute bereits einmal vorklimatisiert, sodass man tatsächlich davon ausgehen kann, da muss jetzt nicht die komplette Heizleistung aufbringen, um hier möglichst schnell eine, sag mal, Wohlfühltemperatur im Fahrzeug zu erreichen. Der Wagen war übrigens über Nacht bei mir zu Hause am der Ladegerät, also an der Steckdose, was ein guter Beweis dafür ist, dass man das Auto dort sehr wohl voll tanken kann. Und damit fahren wir wirklich mit der 100% vollen Batterie los. Und 257 Kilometer sind die aktuelle Reichweite. Ich muss mal kurz gucken, dass wir hier rauskommen. Sind die aktuell angezeigte Reichweite. Das ist übrigens ein Wert, den habe ich, seitdem ich das Auto habe, das ist nur rund eine Woche jetzt her, immer wieder gesehen habe, wenn ich eingestiegen bin morgens. Und ich bin jetzt während meiner normalen Fahrten hier nicht irgendwie auffällig gefahren. Also ich bin jetzt nicht gejagt, bin nicht schnell auf der Autobahn unterwegs gewesen, sondern bin im Grunde genommen normal gefahren. Und ich tippe mal, dass das auch ein Wert ist, an dem man sich einfach gewöhnen muss bei dieser Batterie. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch noch eine größere Variante, dazu dann aber später nochmal mehr. Für alle, die das Format etwas öfter schauen, ich habe jetzt die Kamera, die normalerweise aufs Cockpit gerichtet ist, hier auf das große zentrale Display gerichtet. Der Grund dafür ist relativ einfach. Das Cockpit zeigt mir nur Informationen zur gefahrenen Geschwindigkeit und zur erlaubten Geschwindigkeit an und Informationen zu den Assistenzsystemen bzw. zur Navigation, aber keine Informationen zu Fahrwerten, also zu Verbrauchswerten und Ähnlichem. Das passiert aber hier auf dem zentralen Display und deswegen ist die Kamera dahin ausgerichtet, könnt ihr sehr schön sehen. Wir haben jetzt 5 Kilometer hinter uns, wir sind ein paar Minuten erst unterwegs, haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit aktuell nur von 34 Kilometern pro Stunde und eine aktuell einen Verbrauchswert von 36,2 jetzt Kilowattstunden pro 100 gefahrene Kilometer, natürlich stetig fallend. Das kennen wir aber auch von den Benzinern oder vom Diesel, da ist es genauso. Am Anfang ist der Verbrauch extrem hoch, weil ich immer einen Moment gestanden habe, bevor ich losfahre. Und der fällt dann sehr schnell und pendelt sich innerhalb der ersten 10 Kilometer normalerweise ein. Da, wie gesagt, einfach nur mal die Informationen für euch. Was verbrauchen wir, seht ihr also hier und nicht mehr im Tacho. Hat auch den kleinen Vorteil, ihr könnt nicht sehen, wenn ich zu schnell fahre. Was wir natürlich nicht tun, das sage ich auch mal wieder dazu, wir rasen nicht, auch wenn wir könnten. Wir fahren auf der Autobahn nach Richtgeschwindigkeit und wir fahren halt auch gerade innerorts natürlich vorschriftsmäßig. Denn ich finde, ansonsten ist es nicht mehr vergleichbar und vor allen Dingen ist es einfach auch mal nicht erlaubt und zu gefährlich.
Unser Testwagen, der fährt in der Farbe Makena Türkis Metallic vor. Wie ich finde, eine sehr gewöhnungsbedürftige Farbe, aber irgendwie in der Kombination mit dem Schwarz wiederum auch etwas, was mir eigentlich dann doch ganz gut gefällt. Wenn wir uns unseren VW von vorne anschauen, dann stellen wir fest, der wirkt unglaublich breit und das, obwohl er eigentlich nur rund 1,80 Meter breit ist und damit ganz klar zu den Kompakten gehört. Aber es liegt zum einen daran, wir haben hier unten diesen komplett durchgehenden Lufteinlass, der sorgt für Breite. Dann haben wir eine Betonung der Breite durch diese Strukturen hier in dem vorderen Stoßfänger und wir haben natürlich auch noch sehr weit außen ums Auto laufende Scheinwerfer, die ebenfalls nochmal das Gewicht nach außen ans Fahrzeugende quasi legen und damit die Breite des Wagens betonen. Übrigens, die Scheinwerfer sind immer in LED ausgeführt. Die haben, wie man hier schön sehen kann, schönes Tagfahrlicht, haben hier so einen Übergang in diese Leiste hier vorne neben dem Logo. Und übrigens gibt es die so wie bei uns hier auch auf Wunsch und gegen Aufpreis dann leider als sogenannte Matrix-LED-Scheinwerfer. Ebenfalls sehr dominant an der Front, das ist das große Volkswagen-Logo hier in weiß im Kontrast gehalten. Und das erinnert mich vom Look her so ein ganz klein bisschen an den VW ab, zumal hier auch eine sehr kurze, zumindest optisch kurze Haube haben, denn durch diesen schwarzen Einsatz hier oben wirkt diese Haube hier vorne deutlich kürzer, als sie das in der Tat ist. Dann hat der Wagen, wie wir das nachher von der Seite auch nochmal sehen werden, eine sehr flache Frontscheibe und das sorgt insgesamt für einen doch, wie ich finde, recht sportlichen Look von vorne. Wenn ihr euch für einen ID.3 interessiert, den gibt es bereits ab rund 31.500 Euro. Dann allerdings mit der kleinen Batterie und mit der leistungsschwächeren Maschine. Das heißt, wir reden über 110 kW bzw. 150 PS. Dann gibt es aber auch die Variante, die wir im Grunde genommen fahren, nämlich die Variante Pro Performance. Und das heißt, wir reden hier über ein Fahrzeug in der Basis von um die 36.000 Euro. Das Auto, das wir jedoch fahren, gehört noch zur sogenannten First Edition. Das heißt, das war eine Fahrzeugserie, die VW bei dem Launch des Fahrzeugs rausgegeben hat und die ist extrem gut ausgestattet. Deswegen liegt der Preis für unser Auto in der Basis bei rund 49.000 Euro, aber der hat halt die große Maschine mit an Bord, der hat sehr viel Ausstattung mit an Bord. Bei diesem Auto gibt es eigentlich keine Sonderausstattung, die man dazu kaufen kann. Ich zeige euch mal kurz, was er an Sonderausstattung hat. Das ist eine sehr kurze Liste. Und da gehören unter anderem Dinge dazu wie ein Head-Up-Display, wie das Glasdach, wie viele, viele andere Dinge mehr, die er einfach immer mit an Bord hat als First Edition. Leider könnt ihr den Wagen so nicht mehr bestellen. Also ich habe im Konfigurator nachgeguckt, da gibt es diese sogenannte First Edition nicht mehr. Es gibt aber bei dem ID.3 grundsätzlich etwas, was anders ist als bei den normalen VW-Modellen und zwar viel weniger die Möglichkeit, ein Basisfahrzeug zu bestellen, das ihr dann ausstattet, sondern vielmehr ist es so bei dem ID.3, dass ihr das Fahrzeug, das ihr haben wollt, einfach bestellt. Und dazu gibt es eine ganze Fülle von unterschiedlichen Modellvarianten, immer auch zum Großteil auch mit dem schwächeren oder stärkeren Antrieb. Und es gibt das Ganze auch noch in unterschiedlichen Batteriegrößen. Und ich blende euch jetzt mal kurz die Varianten ein, allerdings nicht die Ausstattung dazu, weil da wäre die Liste einfach viel zu lang. Es ist aber, denke ich, logisch, dass je höher ihr einsteigt, umso mehr Ausstattung kriegt ihr. Und es ist relativ leicht im Konfigurator von Volkswagen mal durchzugucken, was will ich eigentlich in der Basis haben. Und wenn ich dann noch mich ein bisschen danach richte, wie wichtig ist mir welcher Ausstattungsteil oder welche Ausstattungsinhalte, dann kann ich mir relativ schnell mein Fahrzeug ausruhen. Hat den großen Vorteil, dass ihr dann einfach wisst, es kommt kaum noch etwas dazu. Es sei denn, ihr wollt eine besondere Außenfarbe, dann besondere Felgen haben. Oder ich glaube, ihr könnt auch im Interieur bei der Stoffgestaltung noch mitreden. Viel mehr Möglichkeiten gibt es dann nicht mehr. Beim Thema Ausstattung gibt es übrigens noch einen kleinen Nachtrag, denn ihr könnt, wenn ihr unbedingt ein Basismodell kaufen wollt, auch Ausstattungspakete dazu kaufen. Die sind vorkonfektioniert und die wichtigsten davon blende ich euch jetzt mal kurz ein, dass ihr wisst, was ihr im Paket dazu holen könnt, damit ihr euer Auto so ein bisschen anpasst und nicht automatisch immer die nächsthöhere Version kaufen müsst. Wir haben jetzt die ersten 10 Kilometer geschafft und was man hier sofort sehen kann, deswegen steigen wir hier mal kurz ein, ist nach 10 Kilometern haben wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 44 Kilometern pro Stunde, fahren jetzt gerade hier durch den Ort und haben einen Durchschnittsverbrauch, der liegt jetzt nur noch bei 22,5 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Und das ist das, was ich meine mit dem Einpendel. Ihr könnt sehr schnell sehen, wie dieser Wert nach unten geht und wie sich das Ganze auf einen normalen Wert für ein Elektrofahrzeug einpendelt, zumindest eins mit diesen Leistungsdaten. Auch wenn ihr den ID.3 nur in der Basis bestellen solltet, hättet ihr
reichlich Ausstattung mit an Bord. Und so gibt es hier zum Beispiel immer eine Klimaanlage, es gibt Digitalradio, es gibt einen höhenverstellbaren Fahrersitz, wir haben das Navigationssystem mit an Bord mit dem Touchscreen, wir haben digitales Cockpit und vieles, vieles mehr. Und wenn ihr eben beim ID.3 mehr wollt, dann bestellt ihr einfach die nächsthöhere Variante des Fahrzeugs und dann bleibt im Grunde genommen, wenn ihr bis nach ganz oben geht, kein Wunsch mehr offen, denn dann ist tatsächlich alles mit an Bord. Was man bei der Durchfahrt durch so ein Dorf sehr schnell feststellt, ist zum einen, wie schön ruhig es im Auto ist, denn wir hören ja im Grunde genommen nur ein ganz klein bisschen Lüftung und hier und da ein bisschen was von den Rädern. Aber das war es auch, logisch, gibt ja keinen Verbrenner an Bord. Was hier aber auch auffällt, ist, wie straff das Fahrzeug abgestimmt ist. Denn ihr merkt im Grunde genommen jede Bodenwelle, ihr merkt jeden Gullideckel. Nicht unangenehm, ja, der schlägt nicht durch, aber ihr merkt ihn halt. Und daran kann man sofort festmachen, dass der Wagen extrem straff ist. Das hat allerdings auch Vorteile, aber das schauen wir uns gleich an anderer Stelle unserer Fahrt nochmal in Ruhe an. In der Basis läuft der ID.3 mit 18 Zoll Stahlrädern vom Band. Unserer jedoch hat die sonst aufpreispflichtigen 20 Zöller an Bord. Das liegt daran, wir fahren die First Edition. Wenn wir uns das Auto insgesamt anschauen, der ist 4,26 Meter lang und damit ziemlich genauso lang wie normaler VW Golf. Aber er hat einen Radstand von 2,77 Meter und das ist deutlich mehr als beim Golf, nämlich nicht ganz 15 cm. Dafür hat er in der Höhe etwas weniger zu bieten, nämlich nur 1,57 Meter und das ist dann doch ein bisschen weniger als beim Golf. Wenn wir uns den Wagen insgesamt von der Form anschauen, der wirkt schon recht futuristisch. Wir haben eine relativ kurze Schnauze, ganz kurze Überhänge, eine sehr flache Frontscheibe und dann ein schönes langgezogenes Dach, das hier in dem wirklich sehr ausladenden Dachkantenspoiler endet. Und wir haben ansonsten relativ wenig Linien und damit große Flächen im Auto. Und die sorgen einfach dafür, dass der Wagen ja ein völlig eigenes Design hat. Was hier bei unserem Auto noch auffällt, da wir die First Edition fahren, das sind zum einen diese gebürsteten Elemente hier. Und die finden wir auch an den Außenspiegeln wieder. Und das sorgt einfach für so ein bisschen mehr Schick bei dem Look unseres Fahrzeugs. Außerdem haben wir hier diese Lackierung, die praktisch übergeht von dem schwarzen Dach mit diesem eloxierten Bereich in die eigentliche Lackierung des Fahrzeugs. Das gibt dem Auto ebenfalls einen ganz eigenen Look und betont nochmal den hinteren Bereich des Fahrzeugs und pusht damit das Auto auch im Stand schon nach vorne. So, aus dem Dorf raus und was hier auch immer wieder Spaß macht, ist mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Ich habe noch längst nicht durchgetreten und das heißt, der Wagen beschleunigt sehr schön schnell, geht ruckzuck auf die 100, wenn ich es möchte. Und das macht einfach Spaß, ohne dass ich jetzt extrem beschleunigen müsste oder ohne dass sich den Motor auffällt oder ähnliches. Der Wagen zieht einfach und macht genau das, setzt das um, was hier am Gasfuß einstellt. Wichtig bei so einem Elektrofahrzeug ist natürlich immer wieder das Thema Rekuperation. Das heißt, wie stark verzögert der Wagen, und zwar rein über den Elektromotor, wenn ich den Fuß vom Gas nehme, um eben Energie wieder zurückzugewinnen. Und beim ID.3 kann ich nur zwei Varianten feststellen, nämlich einmal quasi keine große Rekuperationsleistung. Das heißt, wie jetzt, nehme ich den Fuß vom Gas, dann segelt der Wagen einfach so vor sich hin. Und das fühlt sich ziemlich genauso an, als würdet ihr ein Automatikfahrzeug mit normalen Verbrenner fahren, nehmt den Fuß vom Gas und der Wagen rollt aus. Dann gibt es aber hier die Möglichkeit umzuschalten und jetzt habe ich eine deutlich stärkere Rekuperation. Das merke ich sofort, sobald ich den Fuß vom Gas nehme, verzögert der Wagen deutlich stärker. Aber im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, die wir bereits gefahren sind, wie zum Beispiel dem Volvo XC40 Recharge oder einem Polestar oder manch anderem Modell, ist diese Rekuperation immer noch sanft und sie sorgt nicht dafür, dass das Auto in, sagen wir, normalen Zeiten zum Stillstand kommt. Das heißt, ihr werdet definitiv das Bremspedal nutzen müssen, wenn ihr zum Beispiel in der Stadt an die Ampel rollt. Das ist bei anderen Autos anders und das ist ein bisschen Geschmackssache. Was mag man mehr? Mag man dieses One-Pedal-Drive extrem? Ich persönlich finde es gut, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Oder mag man es lieber so wie hier, wo man sagt, man hat eine Rekuperation, die man auch spürt und kann so ein bisschen One-Pedal-Drive genießen, aber muss eben für einen Stillstand dann doch immer wieder das Bremspedal nutzen. So oder so ist wichtig, dass alle Elektrofahrzeuge im Grunde genommen, wenn ihr die Bremse betätigt, bis zu dem Wert, wo es noch geht über den Motor, auch das verzögern, dann über eine Rekuperation lösen werden. Die echte physikalische Bremse, in dem Fall vorne Scheibe und ich glaube hinten Trommelbremsen, die greifen erst dann, wenn ihr quasi diesen Wert übersteigt, den der Elektromotor an Verzögerung liefern kann. Und bei manchem Fahrzeug, wie zum Beispiel beim Volvo, ist es so, durch diese starke Verzögerung über das eine Pedal ist quasi das Bremspedal nur noch eine reine Notbremslösung. Ist hier aber wie gesagt anders. Hier ist es so, dass wir tatsächlich das Pedal immer mal wieder brauchen, um eben entsprechend zu verzögern. So wie jetzt, da kommt eine Ortschaft, ich bin bei 18, nehme Fuß vom Gas. Jetzt verzögert er schon und wird hier am Ortsschild die 50 haben. Ja, kann man sehen, hat er. Wenn ihr aber in der Stadt, wie gesagt, auf eine Ampel zuhören wollt, stehen bleiben, funktioniert das nicht.
Eine Sache noch als Nachtrag zum Thema automatisches Verzögern. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und ihr habt alles das an Bord, was ich hier an Bord habe, dann hat er halt auch eine Verkehrszeichenerkennung mit dabei. Und die arbeitet zusammen unter anderem natürlich auch mit dem Tempomaten. Und das Witzige hier ist, wenn ihr unterwegs seid und der Wagen weiß, irgendwo kommt jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung und der rollt darauf zu, dann wird er tatsächlich automatisch langsamer, selbst wenn ihr die Navigation zum Beispiel nicht anhabt und selbst wenn ihr den Tempomaten nicht einschaltet. Das habe ich tatsächlich bei meiner Fahrt schon gehabt. Ich bin auf eine 60er-Zone oder 80er-Zone zugerollt und der Wagen wurde automatisch davor langsamer, obwohl es bergab ging. Und das tatsächlich so, dass man merkte, an dem Schild hatte ich im Grunde genommen den Wert. Also er scheint so ein bisschen mehr beisteuern zu wollen zum vernünftigen und sparsamen Fahren, als man es vielleicht im Grunde genommen erwartet. Es gibt optional für den ID.3 die Möglichkeit, eine Wärmepumpe zu bestellen. Und die soll eben für eine Reichweitenoptimierung des Fahrzeugs sorgen. Ich konnte aber leider keine Informationen dazu finden, wie viel weniger der Wagen dann gemessen tatsächlich verbrauchen soll und wie sich das Ganze wirklich auswirkt. Wer sich dann auch dafür interessiert, der Preis liegt bei rund 1250 Euro. Ein Teil der Sonderausstattung meines Testwagens ist übrigens ein Head-Up-Display. Und das Schöne dabei ist, das ist keins von denen, das hier vorne auf eine kleine Scheibe projiziert, sondern wirklich ein echtes Head-Up-Display. Und das zeigt mir neben der erlaubten und der gefahrenen Geschwindigkeit auch Dinge an, wie zum Beispiel, was die Assistenten gerade zu meiner Fahrweise sagen und auch Informationen zum Thema Navigation. Also ganz ähnlich wie das Cockpit, was ich hier vor mir sehe. Wichtig dabei ist aber, dass dieses System mittlerweile auch mit sogenannter Augmented Reality arbeitet. Das heißt, mir werden hier Informationen zusätzlich ins Echtbild eingeblendet. Unter anderem, wenn ich über die Mittellinie fahre, so ein oranger Streifen, der einfach mal kurz optisch zeigt, hallo, du fährst hier über die Mittellinie, ist das wirklich gewollt, du blinkst nicht. Oder aber auch Hinweise zum Thema Navigation. Also das heißt, wenn ich abbiegen soll, wird dort tatsächlich mit Symbolen nochmal darauf hingewiesen, wo ich langfahren soll. Das kennen wir von anderen Fahrzeugen mittlerweile auch. Die bewegen sich aber für gewöhnlich in höheren Segmenten. Und ich versuche das mal einzufangen. Ich hoffe, das klappt, damit ihr seht, was passiert, wenn ihr mit der Navigation unterwegs seid. Denn es ist tatsächlich ganz spannend, so zu fahren. Es vereinfacht das Navigieren wirklich deutlich. Am Heck des ID.3 fallen diese großen, sehr kontrastreichen Flächen durch die Lackierung auf. Und die sorgen dafür, dass das Auto einfach in der Breite betont wird und damit einfach satter auf der Straße steht. Außerdem auffällig ist dieser sehr große Dachkantenspoiler, der weit über die Heckscheibe hinausragt. Aber der sorgt auch dafür, dass wir hier drunter Dreck haben, selbst wenn der Wagen gerade aus der Waschstraße kommt. Das müsst ihr wirklich mit der Hand nachwischen, wenn ihr es sauber haben wollt. Dann sehr prominent sowohl das ID.3-Zeichen wie auch das VW-Logo am Heck. VW-Logo ist übrigens gleichzeitig auch der Öffner für die Kofferraumklappe. Und natürlich hat der ID.3 wie an der Front auch immer serienmäßig LED-Rückleuchten mit an Bord, die übrigens, wie ich finde, eine sehr schöne Form haben und die hier geteilt sind. Und das sorgt beim Öffnen des Kofferraums für einen ganz eigenen Look. Jetzt haben wir mittlerweile 30 Kilometer Strecke geschafft, also rund ein Drittel unserer Gesamtstrecke. Und wie wir sehen, 19 Kilowattstunden auf 100 gefahrene Kilometer glatt. Das ist das, was das Auto aktuell anzeigt, nach rund 35 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 51 Kilometern pro Stunde. Ich bin mir absolut sicher, dass dieser Wert wieder hochgehen wird, denn es liegt unter anderem die Autobahn ja noch vor uns. Und da müssen wir mal schauen, was dann dort passiert. So, jetzt haben wir hier angehalten, weil Vorfahrt 8 war angesagt. Jetzt schauen wir mal kurz, was es bedeutet, wenn man hier durchtritt. Ist schon sehr ordentlich und beeindruckend, wie flott der losgeht. Etwas über 7 Sekunden ist übrigens der Wert, den VW angibt zum Thema Beschleunigung von 0 auf 100. Die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme, die hat der ID.3 auch in der Basis bereits mit an Bord. Und dazu gehört unter anderem Notbremsassistent, dazu gehört ein Spurhalteassistent, ein Geschwindigkeitsbegrenzer. Dazu gehört aber auch eine Verkehrszeichenerkennung. Was genau mit an Bord hat, das blende ich euch mal kurz ein. Darüber hinaus gibt es aber natürlich im Rahmen der höheren Ausstattungsvarianten noch einiges mehr. Und das geht dann hinterher auch so weit, wie wir es hier an Bord haben, dass ihr quasi das vorfindet, was ihr bei dem neuen Golf oder Passat als Travel Assist eventuell schon kennt. Das heißt, ihr habt dann im Endeffekt das teilautonome Fahren mit an Bord. Wie gut diese Systeme funktionieren, das gucken wir uns gleich mal auf der Autobahn an. Hier jetzt auch nochmal auf der Landstraße mit etwas unebenem Untergrund merkt man, dass der Wagen immer noch sehr straff ist, aber wichtig, er gibt diese Stöße, und das sind Stöße, ich kenne die Strecke, immer noch sanft weiter. Aber nichtsdestotrotz, ihr merkt eben, das ist kein Fahrwerk, das die Sachen so ganz entspannt wegschwingt, sondern das eben schon weitergibt, was ihr unter euch auf der Piste tatsächlich gerade habt. Hat auf der anderen Seite den großen Vorteil, ihr werdet nicht davon überrascht, wie euer Fahrzeug reagiert, denn ihr kriegt tatsächlich mit, worauf ihr gerade unterwegs seid.
So, jetzt kommt wieder unsere 90 Grad Rechtskurve, wo wir mal schauen, wie gut der Wagen liegt. Und da werdet ihr sehen, dass das Auto schon ein bisschen was kann für so ein Serienfahrzeug. Leider ist es nicht ganz trocken aktuell, aber dennoch, seht ihr was? Der liegt wie ein Brett und er hat sich ein bisschen bewegt, aber das ist super leicht zu kontrollieren. Da machen die Systeme im Auto einem den Job wirklich leicht. Der Wagen ist ein bisschen gerutscht über die Hinterräder, aber überhaupt kein Problem. Wichtiger aber bezogen auf das Fahrwerk, er bleibt halt wirklich komplett gerade und vermittelt euch so ein bisschen Go-Kart-Feeling und damit einfach auch das Gefühl von Sicherheit. Fast 40 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Aktueller Verbrauchswert 18,4 Kilowattstunden auf 100 gefahrene Kilometer. Und damit fahren wir jetzt hier auf die Autobahn. Ich werde am Anfang mal durchbeschleunigen, um zu schauen, wie zügig der Wagen geht und vor allem auch, wie laut es im Auto wird. Höchstgeschwindigkeit wird angegeben übrigens mit 160 Kilometern pro Stunde laut Datenblatt. Ich bin mal sehr gespannt aktuell auf das Thema Geräuschentwicklung. Denn das ist ja manchmal einfach auch so der Schlüssel zum Wissen, fühle ich mich wohl, fühle ich mich nicht wohl. Und auch wenn man mit einem Elektroauto sicherlich nicht auf der Autobahn 200 fahren muss, wenn es bei 130 zu laut wird, macht es trotzdem keinen Spaß. Jetzt schauen wir mal, wie es beim Durchbeschleunigen aussieht. Da sind wir bei ungefähr 60, wenn wir aufs Gas treten. Übrigens, ich fahre die ganze Zeit im Normalmodus, also Komfortmodus. Jetzt treten wir drauf. Durchbeschleunigung ist wirklich gut. Wir sind jetzt schon bei 100, haben jetzt 110, 120, 130. Jetzt hört ihr die Geräusche. Völlig im Rahmen, also das ist gar nichts. Wenn ihr so unterwegs seid, dann braucht ihr euch nicht beschweren. Da könnt ihr euch, ohne die Stimme zu erheben, unterhalten. Jetzt versuchen wir gleich, wenn da vorne ein bisschen Platz ist, nochmal was schneller zu fahren. Aktuell ist da leider ein bisschen viel Verkehr. Kommt unserem Verbrauch aber zugute. Warten wir es mal ab. So, jetzt dürfen wir durchbeschleunigen von 110. Ich gebe mal Gas. Ich drehe also nur durch, nicht den Kickdown, sondern drehe nur normal durch. 150 immer noch schön leise. Jetzt zieht er bis 160, zieht er einfach so durch und geht auch über die 160 hinaus. Wir sind aktuell bei 163. So macht's Spaß. Der ID.3 bietet ein maximales Kofferraumvolumen von 385 Liter, zumindest mit aufgestellter Rückbank. Das sind rund 5 Liter mehr als beim VW Golf. Klappe ich die Rücksitze komplett um, dann wächst das auf maximal 1267 Liter und das wiederum sind rund 30 Liter mehr als beim VW Golf. Dann haben wir hier noch einen variablen Kofferraumboden, den wir entweder absenken können oder aber das Fach darunter als Stauraum nutzen können. Und außerdem kann man hier sehr schön sehen, wie diese Rückleuchten dreidimensional ausgeformt sind und wie dieser Ausschnitt quasi in den Kofferraumdeckel passt. Das sieht ganz nett aus, aber wir haben hier oben eine Fläche, wo sich gerne Wasser drauf sammelt. Allerdings ist das Kunststoff, von daher nehme ich an, das sollte auch auf Dauer kein Problem sein. Ich habe jetzt auf der Autobahn mal den Tempomaten aktiviert und der steht bei mir auf 132 Kilometer pro Stunde. Ich stelle ihn mal auf 130 und wie ihr hier sehr schön sehen könnt, da fährt er sehr ordentlich, sehr schön ruhig. Immer noch, wir haben mittlerweile keinen so tollen Untergrund mehr unterm Auto, aber nichtsdestotrotz, ich rolle jetzt hier auf den LKW zu. Und was wir dann auch sehen werden, ist das Thema adaptiver Tempomat, denn er passt schön ordentlich, wie es sein soll, die Geschwindigkeit zu dem Vordermann an. So muss es sein, wenn ich jetzt blinke und fahre raus. Er zieht jetzt schon wieder an, also ich muss noch gar nicht ganz rausgefahren sein. Dann beschleunigt er relativ komfortabel und ruhig, aber er beschleunigt halt rechtzeitig und sorgt damit dafür, dass ich hier tatsächlich sehr komfortabel und ordentlich unterwegs bin. Jetzt schauen wir mal kurz an, was das Thema Spurhalteassistent sagt. Ich nehme mal kurz die Hände vom Lenkrad, aber in der Nähe. Ja, im Moment fährt er ordentlich, so wie er fahren soll. Ich gucke mal, ob er nach außen geht, aber nichts davon zu spüren. Wie ihr seht, fährt ganz normal weiter. Zeigt mir hier jetzt an, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung bzw. die Baustelle aufgehoben war, die da an der Seite war. Muss nichts tun. Der Wagen braucht relativ lange, bis er mir sagt, ich soll das Lenkrad anfassen. Jetzt kommt links über das Head-Up-Display die Einblendung, dass ich am Rand war. Jetzt fährt er nach rechts. Schauen wir mal kurz. Bitte in der Mitte der Fahrspur fahren, aber er bleibt in der Mitte. Also ich habe hier, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde ohnmächtig werden oder sowas, muss ich mir keine Sorgen machen. Der Wagen fährt ganz gemütlich auf der Fahrspur. Er hat jetzt wieder gebremst, weil vor mir ein LKW ist. Und er hat hier links auch angezeigt, im sogenannten Blindspot Assist, dass dort ein Fahrzeug überholen wollte. Jetzt müsstet eigentlich die Regelung eingreifen für die Geschwindigkeitsregulierung. Da sehen wir es. Runter auf 100. Jetzt ist 80 angesetzt. Auch die macht er. Er macht es nicht vorzeitig schon, denn das sind Schilder einer Baustelle. Also nichts, was er über das Navigationssystem bereits hinterlegt haben könnte.
während wir hier durch die Baustelle rollen, mal kurz was zum Thema aktueller Verbrauch. Wir haben jetzt genau 50 Kilometer hinter uns, also Halbzeit, 49 Minuten sind wir unterwegs und wir sehen 19,6 Kilowattstunden, die 100 gefahrene Kilometer. Ich denke, für das Stück Autobahn, das wir hinter uns haben, ist das mehr als akzeptabel. Ich finde persönlich, dass es kein schlechter Wert ist für ein Auto mit über 200 PS, also wenn wir es mal in den alten Zahlen darstellen. Und aktuell eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 61 Kilometern pro Stunde. Jetzt wird übrigens die Geschwindigkeitsbeschränkung wieder aufgehoben. Das hat er auch mitbekommen und schaltet sofort zurück auf meinen letzten Wert, nämlich 130 Kilometer pro Stunde und beschleunigt hier ganz gemütlich durch, sodass ich meine Reisegeschwindigkeit wieder problemlos erreichen kann. Auf der Autobahn übrigens merkt man dieses straffe Fahrwerk wieder, gerade hier, wenn man so ein bisschen einen weniger schönen Untergrund auf der Autobahn hat. Und das ist dann tatsächlich, wenn die Autobahn so weiterlaufen würde, ein Komfort Minus. Denn da merke ich eben die Wellen in dem Untergrund schon sehr deutlich. Ich würde mal sagen, es kommt immer ein bisschen darauf an, auf was ihr unterwegs seid. Es gibt hier gleich später noch ein Stück, das ist schöner, glatter Asphalt. Da werden wir es nicht so doll merken. Aber wenn ihr eher weniger schöne oder glatte Untergründe habt, dann merkt ihr bei 130 schon, hier auch auf der Landstraße, sehr deutlich, auf was ihr gerade unterwegs seid. Wenn ich das übrigens möchte, dann kann ich hier auch die Ansicht in meinem Cockpit ändern. Und er hat jetzt gerade was Schönes angezeigt, nämlich 120 Kilometer pro Stunde voraus. Also da das prädiktive Fahren wieder, dass er vorausschauend die Geschwindigkeit anpasst. Denn das ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung, die ist hier dauerhaft. Die kannte er also. Daher hat er gar nicht mehr wieder beschleunigt, nachdem er durfte. Und was ich gerade sagen wollte, das Thema Anpassen der Ansichten hier im normalen Cockpit. Das heißt, ich habe hier eine View-Taste am Lenkrad. Wenn ich da draufklicke, kann ich mir im Grunde genommen die Sachen etwas größer anzeigen lassen, so wie es jetzt ist, nämlich links die Assistenten, rechts die Geschwindigkeit. Und wenn ich nach rechts gehe, dann wird das Ganze kleiner, denn daneben wäre die Anzeige für das Thema Navigation, sobald ich hier in der Navigation Ziel einstelle. Meine Autobahnfahrt, die nähert sich jetzt so langsam dem Ende. Und ich schaue noch mal kurz in das Thema Verbrauchswerte. Und da sehen wir haben jetzt 61 Kilometer hinter uns, 55 Minuten unterwegs und stellen fest, 20,3 Kilowattstunden, die 100 gefahrene Kilometer. Das ist eben der Preis, den man zahlt, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Aber immer noch kein Wert, der mich schrecken sollte. Wir sind fast durchgehend 130 gefahren, bis auf das 120er Stück. Und das wiederum kompensiert ganz locker der Teil, den wir 150, 160 gefahren sind. Was hier positiv auffällt, ganz klar, ist das Geräuschniveau im Auto. Das ist wirklich sehr ordentlich. Auch bei 160 war es sehr angenehm. Und von daher ist das Fahrzeug definitiv auch zum Reisen auf der Autobahn gut geeignet. Der einzige kleine, ich sag mal, Wermutstropfen ist das straffe Fahrwerk hier auf der Autobahn, selbst im Normalfahrmodus, wo ich eben bei schlechten Untergründen deutlich mitkriege, dass ich eben dieses straffe Fahrwerk an Bord habe und kein Luftfederfahrwerk oder ähnliches aus einer anderen Limousine. Aber das ist zu verkraften, denn im Grunde genommen kommen da keine harten Stöße, sondern das Ganze verhält sich oder bewegt sich noch in absolut vernünftigen Bahnen und der Großteil der deutschen Autobahn ist Gott sei Dank sehr glatt. Wir fahren jetzt wie immer noch ein kurzes Stück über Land und dann in die Stadt, um mal zu schauen, wie sich der Verbrauch da entwickelt. Wie gesagt, Ende der Autobahn aktuell jetzt ist 19,7 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer, zumindest soweit zum Thema Verbrauch. Wenn wir uns das Platzangebot hier im ID.3 anschauen, dann stellen wir sehr schnell fest, auch ein großer Mensch wie ich sitzt im Auto wirklich vernünftig. Ich habe noch Kopfraum über. Unter anderem liegt das vielleicht hier an dem großen Panoramaglasdach, denn beim Holm, da passt es gerade so. Aber ich habe eine gute Sitzposition, ich kann das Lenkrad vernünftig einstellen, habe dann sowohl das kleine Cockpit hier vorne, wie auch diesen großen Touchscreen sehr gut im Blick. Unter anderem ist das hier so, dass der leicht zu mir geneigt ist, was natürlich hilft. Und muss dazu sagen, ich habe auch genug Beinraum, genug Schulterraum, das passt alles. Die einzige Sache, die ich ein bisschen schade finde, ich finde nicht wie bei VW typisch diese normale einstellbare Mittelarmlehne, sondern ich habe hier diese zwei kleinen Armlehnen. Das kennt ihr zum Beispiel ähnlich aus dem VW-Bus. Gefällt mir persönlich nicht so gut, denn ich bin einfach zu groß und zu breit und damit rutsche ich eigentlich immer genau dazwischen. Aber für normal große Menschen wird es passen. Der Sitz hier im Auto, das ist einer von diesen Ergo-Komfort-Sitzen, der ist wirklich sehr angenehm. Der ist nicht nur bequem, sondern bietet auch guten Seitenhalt und in unserem Fall nicht nur eine Sitzheizung, sondern auch noch eine Massagefunktion. Wie es mit dem Platz hinter mir aussieht und ob ich hier hinter mir sitzen kann, da schauen wir uns jetzt an, denn jetzt steige ich mal kurz aus. So, und jetzt der versprochene Test, ob ich hinter mir sitzen kann. Mein Sitz ist nicht verstellt. Na, Einstieg sieht gar nicht so schlecht aus. Schauen wir doch mal, ob ich da reinpasse. So. Ja,
1,95 Meter hinter 1,95 Meter. An den Knien, wie ihr sehen könnt, geht's. Beim Kopf geht's leider gar nicht. Also Kopffreiheit habe ich hier definitiv nicht genug. Das funktioniert für mich nicht. Der ist mal so mit 1,80, 1,85 geht das. Aber das war es auch. Außerdem habe ich leider keinen Platz für meine Füße. Wie gesagt, Knieraum, das geht noch, aber an den Füßen ist schlecht und am Kopf funktioniert es leider gar nicht. Ob das nur am Glasdach liegt, kann ich nicht beurteilen. Ich tippe aber mal, dass es auch ohne Glasdach immer noch zu knapp wäre. Jetzt sind wir bei knapp über 70 Kilometern angekommen, Gesamtstrecke, und sind mittlerweile in der Stadt unterwegs, haben jetzt einen Verbrauchswert von 19,3, den uns das Fahrzeug anschaut. Aber ich denke, den müssten wir hier noch ein bisschen drücken können. Also ich hoffe schon, dass wir hier einen Wert sehen, der näher an das kommt, was Volkswagen in den Büchern stehen hat, mit etwas über 15. Aber abwarten, wir schauen mal. Was aber wichtiger ist, wir sind jetzt ziemlich genau 71 Kilometer gefahren und die Restreichweite wird angezeigt mit 213 Kilometern. Wenn wir uns an den Start unserer Fahrt erinnern, haben wir hier Boden gut gemacht, denn jetzt hätten wir errechnet eine Gesamtreichweite von 284 Kilometern und nicht 254 wie beim Start. Und da sieht man, wenn man eben normal fährt und nicht nur, wie ich das vorher hatte, diese kurzen Strecken mal eben rein ins Auto raus, Wagen nicht vorgewärmt und so weiter und so fort, dann kann man da schon mal ein bisschen Boden gut machen. Ich bin tatsächlich aber gespannt, wie sich das jetzt während der Fahrt durch die Stadt weiterentwickelt. Der ID.3 nutzt übrigens das Ambiente-Licht oder das Ambient-Light, je nachdem, welche Sprache ihr bevorzugt, nicht nur dafür, um den Raum einfach schöner wirken zu lassen, sondern auch zum Beispiel dafür, euch zu zeigen, in welche Richtung ihr abbiegen sollt, wenn ihr mit der Navigation unterwegs seid. Dann seht ihr nämlich hier vorne den Streifen, der läuft von einer Seite zur anderen. Also jetzt zum Beispiel hier, er würde gern links fahren, weil das wäre der direkte Weg zu mir nach Hause. Und dann seht ihr vorne, wie so ein Streifen einfach mal von rechts nach links rüberläuft, so ein blauer, und euch sagt, eigentlich bitte links. Und das arbeitet immer zusammen mit dem, was eben jetzt auch gerade das Navigationssystem zusammen mit dem Head-Up-Display macht, nämlich mir einen großen, beziehungsweise drei große Pfeile anzuzeigen, die sagen, bieg hier bitte links ab. Machen wir aber nicht. Wir fahren geradeaus und weiter durch die Stadt. Worüber man bei dem ID.3 auf jeden Fall reden muss, das ist das Thema Materialien und Verarbeitung. Dafür gab es reichlich Schelte von den Kollegen, als der Wagen rauskam. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war bei der Weltpremiere nicht dabei, habe mir das aber berichten lassen und auch gelesen und gesehen. Und jetzt sitze ich selbst im Auto und muss sagen, wenn man einfach nur reinschaut, sieht es eigentlich vernünftig aus, wobei man leider sehr schnell erkennen kann, was ist Kunststoff, also Hartplastik, und was ist keiner. Und was man leider auch sehr schnell erkennt, und vor allem, wenn man irgendwo draufklopft, es ist fast alles Hartplastik. Wie ihr hier auf dieser unebenen Straße schön erkennen könnt, hören tut ihr davon nichts. Hier knarzt nichts, hier knirscht nichts. Das ist alles in Ordnung. Aber ihr habt wirklich eigentlich überall, wo ihr hinlangt, Hartplastik. Bis hier vorne auf diesen hellen Bereich bei uns im Auto vom Armaturenbrett, der ist Soft Touch. Aber jetzt dahinter Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Also wirklich innen überall Kunststoff. Muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade. Ein bisschen mehr wäre schön gewesen. Klar, das ist leichter und preiswerter, verstehe ich alles. Aber ein bisschen mehr hätte ich bei dem ersten neuen elektrischen Auto von VW mir gewünscht. Ihr kennt es mittlerweile vom Golf 8. Da ist es ja auch so, dass dieses Thema ein bisschen weniger schön ist als beim Vorgänger. Da finden wir auch schon wieder mehr Kunststoff. Aber da fängt es eben erst unterhalb vom Armaturenbrett an. Hier reden wir eben zum Beispiel auch selbst für diese Auflagen. Hier auf den Fenstern, auf den Türen, selbst die Verkleidung hier oben sind hart. Das finde ich dann doch ein bisschen schade. Da so ein bisschen mehr wäre schön gewesen. Und wichtig ist eben, wir fahren die Top-Ausstattung. Das ist jetzt nicht so, dass wir das Basismodell fahren und wir deswegen das vorfinden, sondern wir fahren die Top-Ausstattung. Da hätte ich einfach ja, mir mehr gewünscht. Für den ID.3 gibt es nicht nur unterschiedliche Batteriegrößen, sondern die Fahrzeuge haben dann auch unterschiedliche maximale Ladeleistungen. Und um da einen realistischen Wert zu kriegen, habe ich jetzt einfach mal das Auto vor diesem Test genommen und bin mit einer relativ leeren Batterie zum Schnelllader gefahren. Und da kann ich euch dann auch direkt mal was zum Thema Ladeleistung, Ladegeschwindigkeiten und Batteriegrößen erzählen. Ich stehe jetzt hier am Schnelllader und mein ID.3 zeigt an 44% noch in der Batterie. Und ich werde ihn jetzt mal anklemmen, um mal zu schauen, wie schnell der wirklich lädt. Fakt ist, dieses Ladesystem hier hinter mir, das schafft, ich glaube, bis zu 350 kW. Also sollte genug Leistung da sein. Außerdem sind es zwei Ladesäulen und ich stehe alleine hier. Also der Begrenzer wird nicht das Ladesystem außen sein, sondern eher das im Auto. Aber das schauen wir uns jetzt einfach mal an.
Volkswagen bietet für den ID.3 drei unterschiedliche Batteriegrößen an, und zwar 45, 58 und 77 Kilowattstunden. Unser Fahrzeug hier hat die mittlere Größe, also 58. Und VW sagt, dass man das Fahrzeug laden kann an einem 7,2 Kilowatt Ladesystem in 9,5 Stunden von 0 auf 100% oder aber an zum Beispiel einer Wallbox mit 11 kW in rund 6 Stunden 15 Minuten von 0 auf 100%. Natürlich ist das Fahrzeug auch schnellladefähig und hier gibt VW die maximale Ladeleistung an mit 100 kW und das bedeutet beim Auto, ich kann zumindest laut Datenblatt von 5 auf 80% vollladen in rund 35 Minuten. Wer nur mal eben nachladen möchte, zum Beispiel weil er unterwegs ist und ihm so das letzte bisschen fehlt fürs Ziel, da gibt Volkswagen an, dass das Fahrzeug die Möglichkeit hat, in rund 8 Minuten 100 Kilometer nachzuladen, ebenfalls wieder mit einer Ladeleistung von 100 kW. So, er lädt jetzt und er sagt mir jetzt gerade hier, von 44% bis auf 80%, denn da habe ich das Limit eingestellt, braucht er noch 30 Minuten. Wir starten mit, jetzt habe ich gerade eben am Loslegen nicht geschaut, jetzt aktuell 119 Kilometer, die wir noch haben. Und jetzt müsste er eigentlich 219 schaffen in 8 Minuten. Ich sage euch aber direkt, das ist sehr unwahrscheinlich. Denn VW gibt auch an, dass die Batterie schon sehr leer sein muss, damit man diese Ladeleistung erreichen kann. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann geben die sogar an, die Batterie müsste bei 5% stehen. Und das haben wir natürlich jetzt nicht. Wir sind jetzt bei 45%, haben mit 44 angefangen. Aber nichtsdestotrotz, mir geht es einfach mal darum, wenn ich sage, ich fahre mit einer halbvollen Batterie zum Laden, wie schnell lädt er eigentlich wirklich, wenn ich mal kurz was nachschieben will, wenn ich mal kurz gucken möchte oder sage, ich möchte mal kurz auf 80% vollladen, so wie wir es hier machen. 30 Minuten ist schon relativ lang, vor allem, wenn er angibt, dass er eigentlich von 5 auf 80% in 35 Minuten lädt. Aber wir lassen es mal einen Moment laufen und schauen uns mal an, was passiert. So, jetzt sind gleich 10 Minuten um, die wir laden und wir haben mit, glaube ich, 117 Kilometern angefangen und jetzt haben wir 149. Also das heißt, wir reden von 32 Kilometern in 10 Minuten und nicht von 100 in 8 Minuten. Das liegt sicherlich auch an dem Ladestand der Batterie, da muss man schon fair bleiben, aber nichtsdestotrotz, wenn wir sagen, wir schaffen in einer halben Stunde, also Entschuldigung, in 35 Minuten, es von 5 hoch auf 80%, dann sollten wir auch irgendwo in die Richtung kommen. Eine Sache, die ich noch fairerweise mit anmerken muss, ist, es ist tatsächlich kälter geworden. Wir haben jetzt irgendwie so um die 7 Grad, zeigt er mir gerade an draußen. Also ist nicht optimal zum Laden. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt hier nach, wie gesagt, rund 10 Minuten an der Ladesäule noch bei 20 Minuten Restladezeit, um auf die 80 zu kommen. Er zeigt mir aktuell 57% an. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wir warten das tatsächlich einfach mal ab und lassen ihn laden bis auf 80%. Dann haben wir da einen vernünftigen Wert und können zumindest mal schauen, wie sich da das Thema Laden verhält und wie lange, ob er das wenigstens schafft, ob er da wirklich das, was er hier anzeigt, einhält, damit wir wissen, dass wenn man an eine Ladestation fährt, man sich darauf definitiv verlassen kann. Das Infotainment-System, das ID.3, das erinnert schon sehr stark an die Systeme anderer Volkswagen- bzw. Konzernmodelle, gerade die Form, wie es eingebaut ist und wie dieser Monitor in diese Sensorleiste übergeht. Ich erinnere da zum Beispiel nur an den Seat Leon. Das hat aber auf der anderen Seite auch den Vorteil, dass dieses System eben auch all das kann, was die anderen können. Und so habe ich zum Beispiel hier diesen sogenannten Homescreen, also den Startbildschirm, den ich individualisieren kann. Ich halte einfach den Finger etwas länger auf den Bereich, den ich anpassen möchte und schon gibt er mir die Möglichkeit, hier zu editieren. Darüber hinaus habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ins Hauptmenü gucke, sehr viele Möglichkeiten direkt in die wichtigsten Themen einzusteigen, wie zum Beispiel Navigation, Telefon, Assistenzsysteme, das Fahrzeug, da sind unter anderem auch diese Ladegeräte, Ladethemen dahinter, wie das Thema Radio, Ambientebeleuchtung, was beim Fahrzeug immer mit an Bord ist, das App Connect, das heißt hier in dem Fall Apple CarPlay und Android Auto und sogar Apple CarPlay mittlerweile kabellos. Wir haben das Thema Standklimatisierung drin. Natürlich könnt ihr das Fahrzeug vorklimatisieren, wenn ihr sagt, okay, ich möchte morgens immer um 7:30 losfahren. Der Wagen soll warm und vorgeheizt sein, damit ich eben, wenn er da am Ladegerät zu Hause hängt, nicht die Energie verliere, die er zum Beispiel für die Heizung braucht. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Setup einzustellen, den Klang einzustellen, habt ihr noch Hilfe und könnt natürlich euch auch anschauen, welchen, ich sag mal, Style ihr als Homescreen nutzen wollt. Also relativ viel an Dingen, die dieses System bietet. Die Bildschirmdiagonale ist völlig in Ordnung und es lässt sich im Grunde genommen alles gut ablesen, wie ihr gerade gesehen habt. Es gibt auch Gestensteuerung und damit habt ihr ein wirklich sehr modernes System an Bord. Der einzige
für mich ja echte Nachteil ist, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr seid auf diesem Homescreen, ihr findet hier oben nicht die Direktwahltasten, die ihr zwingend braucht. Oder wenn ihr die Karte groß aufzieht, von hier aus jetzt zurückzukommen auf das Thema Radio oder Medien, ist einfach nicht so leicht. Ihr müsst immer einen Umweg gehen. Es gibt hier unten zwar Direktwahltasten für den Bereich Assistenzsysteme, Fahrmodi, Klima und Parken, aber es gibt eben keinen, um zum Beispiel zum Menü für das Thema Medien zu kommen. Ihr müsst über den Homescreen gehen. In dem Fall gibt es dann hier die Möglichkeit, über diese drei zu gehen oder eben sogar auf die Gesamtübersicht zurück. Das finde ich ein bisschen schade, dass man eben aufgrund dieser neuen Touchscreens in den Autos immer mehr darauf verzichtet, die Möglichkeit zu bieten, direkt zwischen den Hauptpunkten hin und her zu springen. Nichtsdestotrotz, das System funktioniert, es ist grundsätzlich intuitiv bedienbar. Ich habe hier immer mal wieder das Problem, dass mein Finger nicht angenommen wird, dass ich das Gefühl habe, ich drücke, kriege keine Rückmeldung und das funktioniert nicht. Gerade hier bei der Sitzheizung habe ich das häufiger gehabt. Aber da würde es mich zum Beispiel mal interessieren, wie eure Erfahrungen sind mit dem System und ob ihr damit zufrieden seid oder auch sagt, 100% das meine, ist es vielleicht dann doch nicht. Unser Ladevorgang ist beendet. Gedauert hat es rund eine halbe Stunde und wir haben jetzt 80% in unserer Batterie. Es sind aber jetzt reichweitenmäßig 209 Kilometer, also haben wir noch nicht mal die 100 nachgeladen, die wir eigentlich hätten nachladen sollen in 8 Minuten. Wobei fairerweise die Batterie war nicht leer genug dafür. Aber dennoch, man sieht hier sehr genau dass es wichtig ist, daran zu denken, wie ist der Ladestand der Batterie, wenn es um diese Schnellladefähigkeit geht. Ganz klar ist, wenn die Batterie schön leer ist, also immer so Richtung 5% oder einfach mal sagen wir unter 10%, habt ihr eine völlig andere Ladeleistung. Wir haben hier zu keinem Zeitpunkt die 100 kW gesehen, sondern eher Werte um die 40 kW. Das wurde zum Ende hin aber dann noch mal weniger. Ich blende euch jetzt einfach mal zwischendurch so ein paar Bilder ein von meiner App, die ich hier mit dem ENBW-Netzwerk habe, die einfach die Möglichkeit bietet, das ein bisschen nachzuhalten. Und ich finde es sehr lustig, dass das Auto hier nach dem Laden nicht eine Übersicht zeigt und sagt, so war der Ladevorgang. Das habe ich Gott sei Dank bei meiner ENBW-App, das kann ich euch dann zeigen. Aber es hätte ich mir hier auch gewünscht, einfach mal so ein bisschen Transparenz zu bringen, wie ist der Ladevorgang tatsächlich gelaufen oder vielleicht eine Ladekurve, wäre ja auch mal ganz schön. Fakt ist aber dennoch, dass diese Fahrzeuge praktikabel sind. Es sei denn, ihr wollt wirklich Langstrecken fahren, dann müsst ihr euch wirklich darauf einstellen, immer mal wieder anzuhalten, immer mal wieder mehr zu laden. Wenn ihr aber für den täglichen Gebrauch das Auto nutzen wollt, so wie ich das jetzt die letzten 10 Tage gemacht habe, das funktioniert einwandfrei. Wenn ihr den Wagen abends bei euch zu Hause laden könnt, ob das jetzt eine Wallbox ist oder eine Haushaltssteckdose, spielt im Grunde genommen bei den normalen Strecken, die man so am Tag fährt, gar keine Rolle. Der ist am nächsten Morgen wieder zum Teil 100% voll oder manchmal eben auch nur 80 oder 90% voll. Aber ihr seht hier, ich habe jetzt hier 80%. Er zeigt an 200 Kilometer Reichweite. Das ist relativ realistisch, dass ich die auch fahren kann. Wobei ich wieder bei 10% spätestens laden würde. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Autos tatsächlich alltagstauglich sind und dass ihr sie über Nacht nachladen könnt. Vor allem, wenn ihr eine Wallbox habt, wie gesagt, da geht es dann relativ schnell bei 11 kW, 6 Stunden, 15 Minuten, dann ist der Wagen komplett vollgeladen. Ich würde allerdings immer raten, bleibt zwischen 10 und 80%, dann hält eure Batterie länger, auch wenn VW in diesem Fall, ich glaube, 8 Jahre und 160.000 Kilometer Garantie gibt. Nichtsdestotrotz für die Batterie und das Erhalten der Kapazität ist es einfach gesünder zu sagen, ich bleibe zwischen 10 und 80 und vermeide dieses Vollladen oder ganz Leerfahren. So viel zum Laden, jetzt zurück zum Fahrbericht. Beim Thema Fahrprogrammwahl hat VW hier beim ID.3 ein komplett neues Bedienkonzept umgesetzt. Und so findet ihr nicht mehr in der Mittelkonsole einen Gangwahlhebel, sondern findet ihn hier oben neben dem Lenkrad. Und den kann ich nach vorne kippen, da steht er auf D für Fahren. Ich kann ihn nochmal nach vorne kippen, das heißt dann, er steht auf B und das bedeutet maximale Rekuperation. Oder ich ziehe nach hinten oder drehe nach hinten und das heißt Rückwärtsfahren. Will ich stehen bleiben, drücke ich einfach von außen drauf und das ist das sogenannte P-Symbol, was nichts anderes heißt als parken. Das ist ungewohnt, man hat sich aber relativ schnell damit angefreundet und funktionieren tut es einwandfrei. Jetzt geht es für uns wieder in den älteren Teil der Stadt Landshut und hier kann man schön am Untergrund feststellen, ja, Auto, obwohl mit viel Plastik innen versorgt, ist dennoch gut verarbeitet, denn hier knirscht und knarzt aktuell nichts. Bevor es gleich mit der Straße noch ein bisschen gemeiner wird, kurz was zum Thema Verbrauch. Wir haben jetzt fast 80 Kilometer geschafft und haben mittlerweile einen Verbrauchswert, der liegt bei unter 19 Kilowattstunden, je 100 gefahrene Kilometer. 18,8, um es genau zu sagen. Und ich finde, das ist ein Wert, der zeigt zumindest, dass wir in der Stadt weniger brauchen als auf dem Teil der Strecke davor.
Für alle, die das Format öfter schauen, die kennen das jetzt schon. Wir fahren jetzt durch die Altstadt quasi durch, in die Altstadt rein, durch die Neustadt, über die Freiung wieder raus und haben da den Vorteil, nicht nur, dass wir den schönen Blick genießen dürfen, der jetzt gleich kommt, der übrigens, für alle, die es noch nicht wissen, einer der Gründe war, warum ich damals nach Landshut gezogen bin. Da ist wieder jemand sehr forsch unterwegs und das ist genau dieser hier. Einfach der Blick auf die große Kirche, auf die alten Gebäude, auf die bunten, schönen Häuser. Und jetzt kommt das erste Mal Kopfsteinpflaster. Und wie wir hören, hören wir gar nichts. Das Auto ist immer noch schön leise. Ich höre im Hintergrund so ein bisschen das Elektrofahrgeräusch, das der Wagen macht, wenn er langsam fährt. Einfach um zum Beispiel Fußgänger vor dem Fahrzeug zu warnen, weil es ja kein Motorengeräusch mehr gibt. Jetzt kommt aber gleich das nächste Stück und das ist jetzt etwas groberes Kopfsteinpflaster. Auch hier höre ich ein Geräusch, aber das ist wieder eine der Kameraoptiken, die ich höre. Das ist nicht das Auto. Und ich finde, das macht er sehr ordentlich. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern, bezogen auf das Thema Geräuschentwicklung bei schlechtem Untergrund. Und hier merke ich zum Beispiel das Thema Fahrwerk und straffes Fahrwerk nicht wirklich. Das macht er wirklich gut. So, jetzt geht es hier weiter. Querstraße immer noch, Kopfsteinpflaster. Jetzt kommt das erstmal ein leichtes Brummen, aber alles wirklich mehr als im Rahmen. Da hatte ich tatsächlich ein bisschen Sorge, dass da mehr zu hören ist durch das viele, was wir hier an Hartplastik im Auto vorfinden, ist aber nicht der Fall. So, weiter geht's. Ist jetzt tatsächlich eine Kamera, die da so ein bisschen wackelt. Ich hoffe, das ist nicht die, durch die ihr mich seht. Dann blende ich euch jetzt die Straße ein, nur dass ihr euch dann nicht wundert. So, und jetzt wird es gleich ruhiger im Auto, denn jetzt wechselt das Pflaster wieder. Und zwar jetzt, hört ihr, sofort ist Ruhe. Das ist zwar auch noch gepflastert, aber eben nicht mehr Kopfsteinpflaster. Das hier ist für alle, die es noch nicht wissen, die Neustadt. Viele schöne kleine Läden, wenn sie wieder aufhaben, viele nette kleine Restaurants und Kneipen. Kann man auf jeden Fall mal durchlaufen, lohnt sich definitiv. Aber aktuell dank Corona eben noch nicht so richtig. Jetzt fahren wir weiter. Immer noch jetzt wieder Kopfsteinpflaster, aber feiner. Und hier hören wir zum Beispiel gar nichts. Also hier stört es überhaupt nicht. Es ist einfach nur sehr, sehr schön ruhig im Auto. Jetzt wird es grob. Nach wie vor kein Grund zu meckern und wir fahren mal hier weiter, wenn wir denn durchkommen. Mal wieder schön, wie voll es hier ist. Leute, ihr müsst nicht nur telefonieren, sondern mal gucken, wo ihr hinfahrt. Und das hier ist jetzt die, da vorne vor der Kirche der Platz, das ist die sogenannte Freiung, dieser Bereich von Landshut. Alle, die es noch nicht wissen, hier auf diesem Platz zwischen den schönen alten bunten Häusern gibt es vor der Kirche jedes Jahr den Weihnachtsmarkt, wenn er dann wieder aufmachen darf. Und das kann ich nur empfehlen, wenn ihr das noch nicht kennt und in der Nähe wohnt oder das eine Strecke ist, die ihr bereit seid zu fahren, schaut es euch an, sobald es wieder offen ist. Der Weihnachtsmarkt in Landshut ist auf jeden Fall sehenswert, schön klein und kuschelig und sehr, sehr gemütlich. Wenn wir beim ID.3 die Motorhaube öffnen, dann finden wir hier nicht wie bei vielen anderen elektrischen Fahrzeugen einen sogenannten Frunk oder im Englischen Front Trunk bzw. in Deutsch dann vorderen Kofferraum, sondern wir finden viele unterschiedliche Bauteile. Wir finden den Einfüllstutzen fürs Wischwasser, wir finden die Batterie, Leistungselektronik und vieles, vieles mehr. Und wenn wir über das Thema Antrieb sprechen, dann sieht es hier so aus, es gibt drei unterschiedliche Leistungsstärken, nämlich einmal 107 kW, einmal 110 kW, einmal 150 kW oder für uns alten Hasen haben wir hier 145, 150 oder aber 204 PS maximale Leistung. Das Fahrzeug wird immer heckgetrieben ausgeliefert und im Gegensatz zu vielen anderen Elektrofahrzeugen gibt es hier auch keine Variante mit zwei Motoren, die dann automatischen Allradantrieb realisieren würden. Was mir hier im Auto nicht so gut gefällt, das ist, wenn ich hier in die Bedieneinheit an der Fahrertür schaue. Denn zum einen habe ich vorne dieses Drehrad für die Spiegeleinstellung und das wirkt so ein bisschen, ja, fimschig ist, glaube ich, ein Wort, das meine Frau benutzen würde. Das muss ich drehen, um halt die unterschiedlichen Spiegel rechts oder links auszuwählen beziehungsweise die Spiegelheizung zu aktivieren oder den Spiegel einzuklappen. Das kennen wir aus anderen VW-Modellen. Das wirkt hier aber einfach weniger hochwertig. Und dahinter sind übrigens zwei Fensterheber, nämlich eigentlich nur die für vorne und eine Taste für Rear, also für hinten. Das heißt, man hat hier tatsächlich nochmal zwei Fensterheber eingespart, zumindest die Bedienhebe dafür. Finde ich ein bisschen schade, macht das Auto nicht wertiger. Wo wir gerade hier beim Thema Bedienung sind, weiß nicht, ob man es hört. Na, jetzt macht er natürlich kein Geräusch. Der Wagen macht immer ein Geräusch, wenn ihr etwas bedient. Und das ist zum Beispiel, wenn ihr die Laut- und Leise-Taste nutzt am Lenkrad. Dann hört ihr, ja, jetzt ist natürlich wieder nichts, der klassische Vorführeffekt. Wieder Ruhe, immer so ein Bup, Bup, hört sich ganz komisch an. Jetzt würde ich ja wohl Stopsen raus, Stöpsel rausziehen, aber nicht so richtig, sondern nur halb. Ganz, also kein sehr angenehmes Geräusch, wie ich finde.
Hört sich immer so an, als wäre etwas nicht fertig geworden. Ganz komisch. Ich schaue mal, ob es jetzt geht. Ja, aber zu leise. Ich stelle mal das Radio, das Audio lauter. Das macht er jetzt natürlich nicht, weil ich nichts anhabe, aber das Geräusch ist wirklich nicht sehr schön. Macht er übrigens jedes Mal und das ist dann auf Dauer schon ganz schön nervig. Auch hier. Ich versuche es nochmal separat aufzuzeigen. Ist etwas, was mich wirklich nicht anspricht. Wenn wir uns das Lenkrad anschauen von unserem ID3, dann stellen wir fest, das machen wir später. Wir fahren jetzt gleich aus dem Stadtgebiet bzw. dem stadtnahen Gebiet raus. Haben jetzt 86 Kilometer hinter uns, also nicht mehr so viel zu fahren. Und aktuell einen Wert von 18,5 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Also wir konnten ein bisschen Boden gut machen bei der Stadtfahrt. Bin tatsächlich mal gespannt, wo wir am Ende rauskommen und was unser Fahrzeug dann für einen Wert über die Gesamtstrecke anzeigt. Aber ein paar Kilometerchen haben wir ja noch. Unsere Reichweitenanzeige übrigens sagt mir jetzt gerade Restreichweite 208 Kilometer und das nach, wie bereits gesagt, 87 Kilometern Fahrstrecke. Also wir haben nach wie vor reichlich Strecke gut gemacht, die wir mehr zur Verfügung haben, dank unserer normalen Fahrweise und dank ja einfach mal Dauerbetrieb und nicht immer nur Kurzstrecke, Kurzstrecke, sondern jetzt mal fast anderthalb Stunden, eine Dreiviertelstunde sogar durchgehendes Fahren. Das Thema Bedienung hier im Auto erinnert mich sehr stark an den VW Golf, denn es gibt im Grunde keinerlei Taster, keinerlei Schalter mehr, nur noch Sensoren. Das fängt an hier links mit der Bedieneinheit neben dem Lenkrad für das Thema Licht bzw. Heckscheibenheizung oder maximale Belüftung auf die Frontscheibe. Alles nur Sensoren. Dann habe ich am Lenkrad, wie bereits gesagt, ebenfalls nur Sensoren, die ich finde. Und ich habe auch hier einen großen Touchscreen plus eine Sensorleiste darunter. Also da ist nichts neu. Das ist alles etwas, was wir aus dem Golf kennen. Das Thema Bedienung hier von dem Lampenmenü, das funktioniert. Der untere Teil hier, also für laut, leise, für Temperaturregelung und auch für das Thema Klimaansteuerung, Parken, Assistenzwahl oder Fahrmodi-Auswahl funktioniert eigentlich auch gut. Ich habe ein bisschen Problem mit dem Touchscreen, denn der funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Da habe ich zum Beispiel das Thema Sitzheizung. Wenn ich drauf drücke, erstmal die Menüführung, passiert gar nichts. Es wird nur das Klimamenü aufgemacht. Das heißt, ich muss nochmal hier auf das Menü klicken. Jetzt funktioniert es, aber ich habe es häufig beim Fahren gehabt, dass es eben nicht sofort den Befehl übernommen hat, sodass ich mehrfach drücken musste, um eine Sache auszuführen. Das ist natürlich beim Fahren nicht unbedingt optimal, denn es lenkt natürlich ab. Also da gibt es von meiner Seite keinen großen Pluspunkt oder keinen großen Daumen hoch. Dieses System, dieses Bildschirm, den kennen wir auch aus anderen Volkswagen und sag mal Konzernmodellen. Aber ich habe hier tatsächlich immer mal wieder das Gefühl, dass der meine Eingaben nicht sofort und sauber umsetzt und dass ich immer noch ein zweites Mal drücken muss, finde ich auf Dauer leider ein bisschen anstrengend. Denn schade ist, im Grunde genommen ist die Kombination aus dem kleinen Cockpit hier vorne und dem vernünftig dimensionierten Touchscreen eine gute Lösung. Es muss aber eben alles einfach und schnell bedienbar sein und leider funktioniert das für mich aktuell hier nicht. Jetzt sind wir etwas über 90 Kilometer unterwegs, wieder auf der Landstraße und mittlerweile haben wir wieder leider 19 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Das ist einfach der Preis, den wir zahlen für die etwas höhere Geschwindigkeit. Aber nichtsdestotrotz, wir haben 92 Kilometer geschafft und eine Restkilometerreichweite, die angezeigt wird, von 201. Das heißt, wir reden über eine Gesamtstrecke, die wir fahren könnten, von 293 Kilometern und das ist deutlich mehr, als wir zu Beginn unserer Fahrt angezeigt bekommen haben. Der ID3 bietet in den Türen vorne, also beim Fahrer und Beifahrer, vernünftig dimensionierte Ablagen. Das echte Plus beim Auto zu diesem Thema ist aber in der Mitte des Fahrzeugs zu finden, denn wir haben halt keinen Mitteltunnel, keinen Getriebetunnel mehr und dadurch ist hier richtig viel Platz. Ganz vorne gibt es an der Stirnseite Netz, wo ich Sachen unterbringen kann. Dahinter kommt die eigentliche Mittelkonsole mit zwei Becherhaltern vorne. Dahinter ein schräges Fach, in das ich auch mein Telefon legen kann oder mein Mobilgerät, um es zu laden, denn da ist das kabellose Laden untergebracht. Dahinter finde ich dann ein großes Fach, das ich übrigens schließen kann mit so einer Art Jalousie. Und da drin habe ich unter anderem zwei USB-C-Anschlüsse und die Möglichkeit, so eine Trennwand hin und her zu setzen, um das unterschiedlich aufzuteilen. Leider wirkt diese Trennwand nicht sehr hochwertig. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Was ich nicht finde, ist eine Mittelarmlehne, eine klassische, die ich schließen könnte. Aber dafür habe ich hier zwei einzelne Armlehnen an den jeweiligen Sitzen angebracht. Für große und breite Menschen wie mich leider nicht sehr praktisch, weil ich mit der Schulter da drüber bin und damit diese Auflage eigentlich nicht wirklich nutzen kann. Aber wenn man schmaler ist, funktioniert es ähnlich, wie wir es zum Beispiel aus dem VW-Bus kennen, sicherlich gut. Dann gibt es ja noch ein normal dimensioniertes Handschuhfach und natürlich gibt es auf der Rückbank auch Staumöglichkeiten. Eine finden wir selbstverständlich in den beiden Türen. Da sind ebenfalls vernünftig dimensionierte Fächer
Und dann gibt es natürlich in der Mittelarmlehne, wenn ich die runterklappe, nochmal die obligatorischen Becherhalter. So, wir haben die 100 Kilometer geschafft und wie wir sehen, 18,7 Kilowattstunden zeigt das Fahrzeug aktuell an. Also wir sind doch eine ganze Ecke weg von unseren im Datenblatt stehenden 15,4. Aber nichtsdestotrotz kein schlechter Wert. Jetzt sind es 18,7. Ich denke, das ist ein Betrag oder eine Zahl, mit der ich gut leben kann bei einem Auto wie diesem und einer normalen Fahrt. Übrigens für alle, die es nicht gesehen hatten, wir haben heute Temperaturen gesehen, also um die 10 Grad beim Start und mittlerweile sind es um die 13 Grad, also wirklich gute Werte, um auch mit einem Elektroauto vernünftige Reichweiten zu bekommen. Wir sehen jetzt, wir sind bei 101 Kilometer mittlerweile und der Wagen zeigt immer noch an 196 Kilometer Restreichweite. Das heißt, wir sind tatsächlich fast schon an den 300 Kilometern, die VW unter anderem als ja, kundennahe Reichweite angegeben hat. Was der Wagen tatsächlich verbraucht hat, das schaue ich mir jetzt an, denn ich hänge den jetzt bei mir zu Hause ans Ladegerät und schaue mal, was der wirklich dann nachlädt, bis er wieder voll ist. Das war sie, meine Probefahrt. 100 Kilometer im VW ID.3 in der Ausstandslinie First mit dem großen Antrieb und der mittelgroßen Batterie. Bevor wir jedoch zum Thema Verbrauch kommen, mal kurz ein paar Worte zum Auto im Allgemeinen. Wenn ich mir das Auto von außen anschaue, ich finde die Form wirklich gut. Ich finde das Thema mit den Kontrasten klasse gelöst. Und vor allem, wenn er auf diesen großen Rädern steht, dann hat er nicht nur einen ganz eigenen Look, sondern sieht richtig satt und kräftig aus. Gefällt mir wirklich gut. Wenn ich dann aber reinschaue, dann tut es mir leid, das sagen zu müssen. Es ist leider nicht mehr wirklich VW. Denn ich finde ihn nur Kunststoff. Es gibt ganz, ganz wenige Flächen, die nicht Plastik sind. Und das stört mich tatsächlich, obwohl ich mittlerweile sage, Gewichtseinsparung verstehe ich, Kosteneinsparung verstehe ich auch. Aber hier, finde ich, hat man es definitiv übertrieben. Dazu kommt leider noch das Thema Infotainment. Das funktioniert grundsätzlich gut, aber die Bedienung ist nicht wirklich optimal. Und ich verstehe es nicht, denn diese Systeme hier, die kennen wir auch aus anderen Volkswagen-Konzernmodellen. Und da habe ich das Gefühl, das funktioniert besser. Es ist irgendwie harmonischer. Nichtsdestotrotz, der Wagen bietet vorne sehr gute Platzverhältnisse, ist komfortabel genug, liegt schön straff auf der Straße, lässt sich wirklich toll fahren. Also da ein großes Plus zum Thema Antrieb, der macht wirklich Spaß. Und auch diese bei uns hier 204 PS bzw. 150 kW reichen völlig aus, um mit dem Auto wirklich gut unterwegs zu sein. Und auch die Limitierung der Höchstgeschwindigkeit finde ich völlig in Ordnung. Auf der Rückbank gibt es ein bisschen zu wenig Platz. Da ist einfach der Form das Thema Kopffreiheit geschuldet. Finde ich wirklich schade, gerade für große Menschen wie mich. Aber wie viele von euch so häufig sagen, wann sitzt schon mal jemand wie ich hinter mir? Ich probiere das andauernd und hier klappt es leider nicht. Das Kofferraumvolumen finde ich völlig in Ordnung, ist immer noch mehr als beim VW Golf und da hat noch nie einer gemeckert. Wenn wir das Thema Verbrauch sprechen, dann ist es so, dass der Wagen mit seinen hier 204 PS, also 150 kW, einen guten Job macht und VW gibt ihn an. Zum einen mit einer Reichweite ab 300 Kilometer nach oben und mit einem Verbrauch von 15,4 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Und das ist ein Wert, den haben wir bei unserer Fahrt so nicht gesehen. Und zwar auch bis zum Schluss nicht. Wir haben gesehen, am Anfang über Land, da hat er sich relativ gut gezeigt. Auf der Autobahn logischerweise braucht er mehr. Und in der Stadt hat man gemerkt, da ist er eigentlich zu Hause, da fährt er wirklich sparsam. Am Ende des Tages waren es nach 100 Kilometern normaler Fahrt bei vernünftigen Temperaturen, aber immer noch 18,7 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Aber damit sage ich auch wiederum, habe ich eigentlich kein Problem. Das ist für die Größe Fahrzeug, für die Leistung völlig in Ordnung. Dann habe ich ihn nachgetankt zu Hause an der heimischen Steckdose mit einem Kilowattstundenzähler. Und der hat mir dann einen Wert um die 20 angezeigt. Aber auch das, A, ist das Gerät nicht wirklich genormt und B, sage ich, wenn er über Nacht da steht, da braucht er vielleicht ein bisschen Verluste hier und da, ist immer noch ein Wert in der Abweichung, den kennen wir von Benzinern, der ist für mich völlig in Ordnung. Tut also hier nicht weh. Das Thema Reichweite finde ich jedoch, da haben wir gesehen, wenn wir ruhig unterwegs sind, kommen wir auf eine Gesamtreichweite bei normaler Fahrt von knapp unter 300 Kilometern, reicht für den täglichen Gebrauch. Meine Empfehlung wäre aber zum einen, wenn ihr euch den kauft, schaut euch das Interieur wirklich genau an, ob es euch ausreicht, ob ihr das in Ordnung findet und zum anderen, nehmt einfach die große Batterie, denn damit habt ihr mehr Puffer, wenn ihr auf Reichweite guckt, dann gibt es dann deutlich mehr. Dann noch ein Wort zum Preis. Ich finde die Preisgestaltung völlig in Ordnung. Der fängt bei etwas über 30.000 an in der kleinsten Variante. Unserer hier mit dem großen Motor und der mittleren Batterie in der Ausstattung First, der kostet so knapp unter 50.000 Euro. Dafür ist aber alles drin, bis auf die Farbe. Und ihr findet tatsächlich durch diese unterschiedlichen Ausstattungsvarianten mit den Motorisierungen und Batterien das passende Auto, ohne viel dazu konfigurieren zu müssen. Und da wieder ein Lob von meiner Seite. Das ist alles sehr schön transparent.